das ist für mich wie Weihnachten. Zack. Genau zweimal. Und jetzt müsst ihr mal ganz kurz leise sein. Diese Probleme will ich nicht mehr haben, deswegen habe ich mir diese Kabel gekauft. Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein kleines Unboxing, denn ich habe von der Firma Thomann, die kennt ihr wahrscheinlich schon, es geht nämlich heute um die Boxen, habe ich von Thomann ein kleines Paket bekommen und zwar befindet sich da drin ein Kabel und zwar für diese zwei Boxen, denn ich hatte folgendes Problem, das zeige ich euch gleich mal. Hier arbeite ich ja mit meinem Audio-Interface und diese Boxen sind mit einem XLR auf Klinke verbunden. Ich habe hier einmal die Klinke für die linke Box und einmal Klinke für die rechte Box. Und vielleicht geht es ja dem einen oder anderen genauso oder vielleicht kennt jemand das Problem. Immer wenn ich diese Boxen einschalte und ich gerade keine Musik mache beziehungsweise kein Ton aus den Boxen kommt, kommen immer solche Störgeräusche. Irgendwelches Brummen, irgendwelches Summen oder Piepen oder was weiß ich. Ich habe mich mal ein bisschen schlau drüber gemacht, weil viele in einem Forum geschrieben haben, dass es meistens an dem Kabel selber liegt. Ich habe nämlich dieses Kabel vor circa, ich glaube, einem Jahr gekauft. Und zwar hat mich das 4,95 Euro gekostet. Das war ein Plusprodukt von Amazon. Ja, ich habe einfach schnell ein Kabel gebraucht, habe mir das gekauft und habe halt nie drüber nachgedacht, ob das überhaupt gut ist oder nicht. Jetzt habe ich mich ein bisschen, wie gesagt, im Forum durchgelesen und mal im Internet recherchiert. Ich habe ein neues Kabel gekauft, weil mich das jetzt extrem gestört hat. Ich habe jetzt über 300 Euro ungefähr für die Boxen gezahlt und dann kaufe ich ein Kabel für 5 Euro. Da wundert es mich dann nicht, dass ich irgendwelche Störgeräusche bekomme, beziehungsweise dass die so schlecht abgeschirmt sind. Deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt ein kleines Unboxing mit euch noch. Ich muss jetzt erstmal kurz mein professionelles Unboxing-Messer holen und dann packen wir mal zusammen dieses gute Stück aus und schau mal, wie gut dieses Kabel ist. 2000 Jahre später. So, ich hoffe, ihr könnt es mich einigermaßen sehen. Ich habe jetzt leider kein Messer mehr gefunden. Deswegen muss ich diese Schraubenzieher herhalten. Beziehungsweise, ich brauche hier gar keinen, sehe ich gerade. Und ich mache das Ganze mal auf. Das ist für mich wie Weihnachten. Zack. Genau zweimal. Und zwar ist es von der Marke Cordial oder Cordial. Ich weiß nicht, ob das jetzt spiegelverkehrt ist für euch. Das sind 3 Meter, glaube ich. Genau, 3 Meter habe ich gekauft. Ihr wisst ja, ich muss ja hier eh aufräumen, deswegen schmeiße ich das jetzt einfach mal in die Ecke. Und bevor ich jetzt dieses Kabel hier anschließe, zeige ich euch erstmal diese Störgeräusche, was ich meine. Ich habe jetzt noch kein Projekt offen. Box Nummer 1, Box Nummer 2. Bis jetzt noch kein Störsignal. Das heißt, ich werde jetzt trotzdem mal kurz ein Projekt aufmachen. Also bis der Remix jetzt fertig geladen ist. Genau, also von der Marke Cordial. 3 Meter Rezessionen anscheinend sehr, sehr gut. Und es haben auch viele geschrieben, dass sie auch mal Störgeräusche hatten. Wegen dem Billigkabel, also so ein China-Schrott oder was sie da gekauft haben. Und ich hoffe einfach, dass ich diese Probleme mit diesem Kabel dann nicht mehr habe. Ich habe es halt eingesehen, weil, wie vorhin schon gesagt, über 300 Euro für die Boxen und dann, ich habe die Boxen gar nicht an, und dann ein Kabel für 5 Euro zu kaufen, macht einfach null Sinn. Und jetzt würde ich sagen, ich spiele mal kurz den Track ab. Ich will heute gar keine Werbung für meinen Track machen, sondern ich will euch diese Störgeräusche zeigen. Und jetzt müsst ihr mal ganz kurz leise sein. Habt ihr das gehört? Und das meine ich, das ist so ein komisches, ja, Brummen. Hier, ich zeige euch das mal an der linken Box noch. So. Und ich hoffe, ihr habt das jetzt einigermaßen gehört. Und diese Probleme will ich nicht mehr haben, deswegen habe ich mir diese Kabel gekauft. Jetzt muss ich alles wieder ausmachen und dann würde ich sagen, stecken wir mal die neuen Kabel dran. Das Coole ist, die haben hier noch so eine Schlaufe dran. Das heißt, wenn ich die mal irgendwo mitnehmen will, kann ich die damit wieder befestigen. So. Und 3 Meter reichen mir vollkommen aus. Und ich habe jetzt hier den
Ich hoffe, das kann man sehen. Moment. XLR auf Klinke. Und ich stecke jetzt mal ein Kabel aus. Jetzt muss ich nur schauen, welches das linke ist. Beziehungsweise, eigentlich ist es ja egal, welches ich ausstecke, weil ich eh beide ersetzen will. Ich versuche das jetzt mal mit einer Hand auszustecken, damit ihr auch ein bisschen was sehen könnt. Eine ist für links und... So, stecken wir mal den aus. Und dann Nummer 2. Ich habe jetzt mal beide ausgesteckt. Und ich wollte euch mal kurz den Vergleich zeigen. Bei mir fällt schon auf jeden Fall was auf. Und zwar, ich glaube, das waren jetzt auch 3 Meter ungefähr oder 2 Meter. Also die Klinke sieht bei dem Fake bzw. bei dem billigen Produkt so aus. So. Und bei dem teuren so. Also schon mal da ein kleiner Unterschied. Wie die jetzt abgeschirmt sind oder so, kann ich euch jetzt nicht sagen. Laut den Rezensionen soll das auf jeden Fall richtig gut sein. Und es hatten viele das Problem, dass immer diese Boxen so gerauscht haben. Und das XLR, beziehungsweise den Anschluss für den XLR-Eingang, sieht beim billigen so aus. Also nichts Besonderes. Der sieht auch zum Vergleich von dem teuren so aus. Also kein großer Unterschied jetzt. Ich finde aber, dass der erstens kürzer ist, also das ist jetzt das teure. Und zweitens stabiler gebaut, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt würde ich sagen, ich hoffe wirklich, Leute, dass das alles so passt. Und wer das gleiche Problem hat oder jemanden kennt, der solche Probleme hat mit diesem Kabel, ich verlinke euch das gerne mal unten in die Videobeschreibung und ich kann euch nur eins sagen, wenn ihr ein Studio habt bzw. solche Boxen, dann investiert auch mal in ein bisschen teureres Kabel. Ich habe halt gemerkt einfach, dass es einfach nur scheiße ist, auf gut Deutsch. Klar will man wieder Geld sparen und günstig einkaufen bzw. günstig Equipment kaufen. Aber ich glaube, bei sowas, wenn man keine 20 Euro mehr für ein Kabel hat, also eins hat ungefähr 20 Euro gekostet, ja, ist schon ein bisschen traurig. Also wie gesagt, ich verlinke euch das mal. Ich packe jetzt nur mal das zweite noch aus. 3 Meter müssten vollkommen ausreichen. Deswegen muss ich euch jetzt nochmal kurz umstellen, weil ihr steht genau da, wo mein Audio-Interface ist. Ich hoffe, ihr seht noch einigermaßen was. Und ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal. Nummer 1 ist jetzt drin und jetzt kommt Nummer 2. Also man könnte einerseits mit zweimal XLR-Eingang bzw. Ausgang einmal in die Box und einmal in das Audio-Interface reingehen. Oder man nimmt halt einfach XLR auf Klinke, so wie ich das jetzt gemacht habe. Man könnte sogar auch Klinke auf Klinke, aber viele haben gesagt, XLR an die Box ist schon mal ein bisschen besserer. Also man hört den Unterschied dann schon ein bisschen. Deswegen würde ich sagen, ich stecke jetzt mal Nummer 2 an. Und jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwie hier hinter dem PC irgendwie durchgehe. Beziehungsweise ich werde es jetzt hier am Boden verlegen. Also Nummer 2 ist jetzt auch drin. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich schalte beide an. Und dann hoffe ich, dass das Problem weg ist. Schön, meinen neuen Remix. Folgt mir gerne auf Instagram, dann könnt ihr immer ein paar Einblicke sehen, beziehungsweise wie weit ich bin, wie sich das Ganze anhört. So viel zum Thema Werbung. Jetzt warte ich noch ganz kurz, weil das dauert immer ein bisschen bei mir. Aber bis jetzt höre ich noch kein Rauschen. Spielen wir mal den Track ab. Leute, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Wisst ihr, was ich gerade gemacht habe? Ich habe... Man kann es auch gleich sehen. Ich habe einfach wieder das alte Kabel angeschlossen. Oh. Und hier liegt das neue. Jetzt muss ich wieder die Box ausmachen. Leute, kennt ihr das? Ich habe das Kabel, so wie es verpackt war, genommen und wollte es auseinanderlegen. Was passiert mir? Ich habe hier ungefähr den größten Kabelsalat schon wieder, obwohl ich nicht mal irgendwas gemacht habe. Meine Kamera hat jetzt irgendwie aufgehört aufzunehmen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich jetzt oder was der Schluss war von dem letzten Video. Ich habe wie gesagt jetzt beide Kabel dran. Die neuen Boxen sind noch nicht an. So, Versuch Nummer 10. Boxen an, Lautstärke hoch und... Play.
Alter, ich hab so Bock, Leute, Mann. Der Remix wird richtig sick. Und ich muss sagen, es rauscht noch. Und ich glaube, das kriegt man auch gar nicht weg. Also, natürlich bleibt immer noch ein bisschen Grundrauschen da. Aber viel, viel leiser. Deswegen hat sich das für mich auf jeden Fall schon mal gelohnt, neue Kabel zu kaufen. Und ich kann die echt jedem empfehlen. Ich werde vielleicht irgendwann mal noch ein Fazit machen, nach einem Monat oder so, wie die Kabel dann noch sind. Funktionieren die noch einwandfrei oder sind die schon wieder defekt oder so. Deswegen werde ich das irgendwann mal wieder in einem Video einbauen. Aber so finde ich schon mal geil. Also es ist echt viel, viel leiser geworden. Und es ist jetzt viel angenehmer hier zu arbeiten. Auch wenn man mal zwischendrin mal eine Pause macht, dass man nicht weiter mit irgendwelchen Störgeräuschen zugemüllt wird. Deswegen, ich kann es euch gerne mal unten in die Videobeschreibung packen. Für den, der gute Kabel sucht. Es gibt natürlich zahlreiche andere. Ich empfehle euch aber, schaut gerne mal auf Thomann vorbei. Ich kriege auch dafür kein Geld oder so. Aber wenn es um Musikequipment geht, beziehungsweise Kabel und Keyboard und sowas. Gut, Keyboard habe ich jetzt auch nicht von denen. Aber Audio-Interface zum Beispiel. Schaut gerne bei Thomann vorbei. Ich verlinke euch das auch nochmal unten. Es ist einfach der beste Online-Store, den es meiner Meinung nach gibt. Das war es eigentlich schon. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht wieder zu kompliziert. Ich wollte euch eigentlich nur kurz mitnehmen, beziehungsweise euch zeigen, wie ich die neuen Kabel hinmache, beziehungsweise es ist ja eigentlich nichts Besonderes, aber vielleicht hat ja die Probleme der ein oder andere auch mit seinen Monitorboxen. Deswegen werden diese Kabel hier, also das sind die alten, wegschmeißen tue ich die natürlich nicht, aber die kommen bei mir ganz tief unten in den Schrank. Ja, ich hoffe, die Kabel halten jetzt noch ein bisschen. Ich beende jetzt dieses Video. Sonst strecke ich das noch unnötig in die Länge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gibt es mir gerne einen Daumen nach oben. Diesmal keinen Daumen nach unten. Gibt es mir gerne wieder einen Daumen nach unten. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und in diesem Sinne melde ich mich ab. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ja, sonst sind wir durch. Folgt mir gerne auf Instagram. Da hört ihr jetzt demnächst wieder einen kleinen Teaser von meinem Remix. Und ich habe jetzt auch noch bald eine Kooperation. Mehr will ich aber noch nicht sagen. Deswegen bleibt gespannt, haut rein, Leute, und ciao!